Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Test! Wir spielen heute wieder War for the Overworld und sind in Folge 2 hier. Wir haben gerade das erste Spiel gemeistert, das könnt ihr in der letzten Folge sehen. Und da wurden uns schon ganz neue Sachen gezeigt, zum Beispiel hier Lair, Slaughter Pen, Barracks, alles mögliche, was man hier schaffen kann im Spiel und was man benutzen kann. Und wir starten jetzt gleich in den nächsten Dungeon wahrscheinlich. Genau, diesmal ist Timo am Steuer. Johann hat sich eine kleine Pause verdient. Er hat in der letzten Folge glorreich und siegreich gekämpft. Hat uns hier das Spiel ein bisschen näher gebracht. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob Timo auch aufgepasst hat, ob er alles gelernt und behalten hat. Die zweite Folge ist sozusagen der Test für dich, der letzte Test. Wir schauen mal, wie jetzt die nächste Mission aussieht. Ja, mein persönliches Ziel für heute ist ja natürlich, ein höheres Total Evil Rating zu kriegen als Johann in der letzten Folge. Oh. Also das heißt, die 229 sind das Ziel. Ja, mach mal. Schauen wir mal. Ah, okay. So, okay, da ist umrandet die erste mit die zweite Mission unten. Genau. Ja. Da klicke ich einfach mal rauf, das leuchtet so. Now's the time for a bigger challenge. Before you lies an imperial keep, guarded by a certain Lord Rusimov. He had a bit of an accident that melted most of his face, but he's no less vigilant a soldier. He's been sent to guard an object that could threaten our campaign. Get in there and burn the rest of him, Underlord. Ja, okay, da steht jetzt auch noch unten einmal der Text, was wir, glaube ich, machen müssen. Use your renewed strength to defeat Lord Rusimov and the inhibitor he guards. Gut. Okay, wir müssen Lord Rusimov vernichten. Das ist der mit dem verbrannten Gesicht. Alles klar. Nicht zu übersehen. Viel Glück, Timo. Ich hoffe, du wirst siegreich aus dieser Mission heraus. Kommen. Natürlich. Wir haben doch in der letzten Folge schon ganz viel gelernt, wie das geht. The veil of this world through a schism, a point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent underlords from trespass, but whether it's bone or stone, it can be broken. I suspect that this Empire force has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Open them now and use a sin to unlock the archive. Okay. Etwas Neues ist hier aufgetaucht. Wir können jetzt die Veins of Evil öffnen und irgendetwas machen. Unlock Archive. Okay. Ah, das ist der Skill, also der Skillbaum in diesem Spiel. Ah, okay. Allows Minion to research sins and unlock the mysteries of found artifacts. Attracts. The cold cultists. Ooh. Archive unlocked. This room will allow your minions to research additional sins, which can be spent to recover your lost powers. Build one now to begin researching additional sins. Okay. Okay, wir brauchen einen neuen Raum. Ich schließe das mal. So, ja. Genau, im Räume-Tab, der jetzt unten in der Mitte des Bildes ist, sieht man jetzt auch, dass das Archive hinzugefügt wurde. Das können wir jetzt neu bauen, das war vorher wohl nicht möglich. Und ja, damit wir über diesen Veins of Evil weiter voranschreiten können, müssen wir eben Sins sammeln. Sins sind sowas wie die Skillpunkte, die wir dann benutzen können, um weitere Räume hinzuzufügen oder vielleicht weitere Zauber oder ähnliches. Ja, großartig, ich werde mir mal einen der Arbeiter schnappen. Ich glaube, das heb die nur hoch, das wollte ich gar nicht. Ich werde einfach mal einen Raum bauen, ne? Ja. Machen wir mal so. Okay. Keine Wände.
Wände? Welche Wände? Diese Wände, die zwischen den Räumen sind. Aber muss man nicht. Mach mal, wie du denkst, Timo. Du bist ja, du bist heute in Charge. Und du wirst ja sehen, das Evil Rating wird dir schon zeigen, ob du das gut gemacht hast oder nicht. Natürlich. So, hier. Da auch noch abbauen. Sehr gut. Da wird nochmal der Boden befestigt von den Arbeitern, damit wir da auch Räume bauen können. Ah, gut. Und unsere Stimme in unserem Kopf möchte unbedingt, dass wir ein Archive bauen, ein Archiv. Das mache ich mal. Ich ziehe das mal hier so rüber. Ne? Bau doch gleich 5x5 fürs Achievement. You need to claim the nearby gateway before. Okay, ja, okay. Da oben ist es. Das ist hier oben. Portal musst du dir noch schnappen. Was muss ich mir schnappen? Das Portal da oben. Genau, das da Gateway. Kommen deine Minions dann auch raus. Ja. Ich glaube, einen Rechtsklick musst du noch machen, damit das Buch nicht mehr ausgewählt ist, das Archive. Ja, und jetzt? So. Ah, jetzt habe ich wieder die Pickaxe. Mit der kann ich hier ganz toll. Super. Kommen die jetzt vorbei, die Minions? Ja, ansonsten. Ah, da ist. Ah, da ist schon der erste, sehr gut. Wunderbar, ich muss noch ein bisschen hier. Er ist Level 1 und glücklich. Sieht man immer in dieser Blume über den Minions. Ah. Warum sind die Minions eigentlich nicht gelb und eiförmig? Wie sich das gehört für Minions. Das fangen nicht damit an. Haben wir es jetzt geschafft, ja, ne? Ja, jetzt muss er da ein bisschen drauf rumhopsen. Okay. Genau, jetzt danzt er sich da einen ab und dann kommt gleich die große Stimme wieder, denke ich mal. Ist jetzt ungefähr halb fertig. Man sieht so einen kleinen Ladebalken um seinen Kreis rum. Der sich immer weiter füllt und jetzt dürfte der voll sein. You have claimed a gateway. Ah. Genau. So. A cultist has entered your dungeon. Ooh. A cultist has found its way into your dungeon. Attracted by the magical tones within your archive. These minions will spend most of their time researching sins for you. Though they are weak combatants, they have the power to curse your foes, making them weak to your other minions' blows. Your minions are unfortunate beings of weak flesh. Build them a lair so they may rest. Ah, kein Problem, das machen wir. Bastle ich am besten mal hier so hin. Mhm. A lair. Okay. Das war der Schlafraum. Ah ja. Wir müssen einen Schlafraum bauen, damit unsere Untergebenen auch schlafen können. Und der war aber ganz schön schnell. Du kannst also schon wieder einen Skillpunkt ausgeben, wenn du möchtest. Super, mach ich mal. Unlock Annex. Digs out a wall tile or claims a ground tile adjacent to your own territory. Ah, das ist jetzt ein Zauber, oder? Ja, das sieht nach einem Zauber aus. Was anderes können wir aber nicht freischalten gerade, oder? Zack! Er sagt gar nichts dazu. Und das. Was können wir jetzt mit Annex machen? Mit Annex kannst du selbst eine Wand zerstören. Ah, okay. Die cool. In der Nähe deines Territoriums ist. Sehr gut. Yet another sin for you to spend, Underlord. A hungry minion can always find work elsewhere. Build a slaughter pen before your minions starve. Oh, da kommt schon die nächste Aufgabe. Jetzt muss Timo ein Slaughter Pen bauen. You've discovered a perception shrine. Du hast einen Wahrnehmungsschrein entdeckt. Ist das nicht schön? Ja. Okay, wir machen noch was hier hin. Ja. Nächster Raum. Slaughterpen, unsere Minions, unsere Untergebenen wollen Schweinefleisch. Sie wollen etwas essen. This shrine uncovers the fog of war over a wide area, allowing you to spy on your enemies and keep track of their movements. Ah, das hier, ne? Wow. Das ist der Perception Shrine. Und der gibt uns die Fähigkeit hier, ein bisschen weiter zu sehen, damit wir dann sehen können, wo unsere Gegner sind und was sie vielleicht treiben. Ah, hier sind also die Gegner, ne? Das sieht aus wie die Gegner, ja. Das ist ihre Basis. Unser Ziel ist also offenbart worden. Oh, irgendwas passiert. Nee. Doch nicht. Haha.
So, wir sind gerade hier. Wir wollen jetzt gerade einen Lair bauen, damit die Leute sich auch ausrufen. Genau. Das Pickpen. Slaughterpen. Slaughterpen, ja. Moment. Und wir kriegen hier lauter Skillpunkte, die wir nicht... Oh, die können wir doch. Use it within the veins of evil to unlock the tavern. This room provides your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. Tavern unlocked. The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to sate their hunger. Oh, okay. Build one now. And remember that the tavern is unique and must be built at least 3x5 in order to be effective. To remove the fog of war in a particular area, cast the prophecy spell, which can be unlocked in the veins of evil. Ja gut, lass erstmal die Taverne bauen und dann machst du den Prophecy Spell. Ja. Also wir werden schon wieder, wie auch in der ersten Let's Test Folge, komplett mit Informationen überhäuft. Es gibt halt sehr viele Dinge anscheinend, die man hier bauen kann, die man beachten kann, damit man hier möglichst optimal den Dungeon und seine Minions unterbringt. Und ja, sonst will ich jetzt erstmal alles lernen. Die Taverne bauen wir jetzt, da können die, die Minions dann auch speisen und wahrscheinlich gibt es auch Getränke. Und wenn sie auf höheren Leveln sind, verlangen sie das auch. Das heißt, dann gehen sie nicht mehr einfach nur unsere kleinen Schweinchen essen, die hier gerade rumlungern. Sondern dann wollen die halt in eine Taverne. Und wir sind natürlich so ein guter Dungeon-Erbauer, dass wir natürlich vorher schon eine Taverne errichten, bevor wir in die Bredouille kommen, dass unsere Minions sich beschweren. Ja, aber ich habe gerade gemerkt, dass da leider kein Platz war, die Taverne zu bauen. Das weil, macht nichts. Weil hier unten nämlich das Level zu Ende ist. Ungefähr da. Und die passt hier nicht mehr hin. Die muss ja 3x5 sein. Dann reißt du einfach die kompletten anderen Wände weg. Ist doch gar kein Thema. Ja, die Goblins sind ja schon gut am Arbeiten. So, ich habe mir gerade Wasser geklaut. Auch ein Wässerchen. Ja. Ja, gut. Und mit den Worten bauen wir jetzt eine ja. Taverne. So, alle bereit? Taverne. Ja. Oh, sehr gut. You'll still need a slaughter pen in order to keep your tavern stocked. What? But in a pinch, you can always drop some alternative meat into the grinder. Aha. Ach, guck mal. Booms will only attract a certain number of minions. Before becoming full. In order to attract more, you will need to expand them. Need to expand them. Das heißt, expanden kann ja auch bedeuten, dass ich vielleicht... Time to pay your minions, Underlord, for all their hard work. Nothing in this life is free, Underlord, and you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves. But if you've not enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. So, wir müssen zuerst mal unsere Minions bezahlen und das wurde schon gemacht automatisch. Ja. Ja, es dauert noch. Aber, achso, in 9 Minuten werden die das nächste Mal bezahlt und das kostet dann voraussichtlich 500 Gold, weil wir gerade, wahrscheinlich, wir haben ja gerade nur einen, wie heißt der, Kultisten? Oder zwei? Ja. Kannst du mal gucken, also. Something evil stares out there. Scouts. Und unsere Kultisten kosten dann wohl 500 Gold. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. Okay. You should try using the lightning and heal spells to assist your minions in combat. Okay, irgendwo sind Scouts aufgetaucht und da kommen sie schon. Das heißt, ich werde mal die Minions rallyen. Einmal hier raufklicken, ne? Exakt, ja.
Und dann hierauf? Ja. Holt sie euch! Und ein Blitzzauber! Ja. Blitzzauber, wie mache ich das denn? Da ist ein Blitzsymbol rechts unten da der Maus. Rechts unten? Nee, jetzt in einem Zaubertab. Da. Genau, da. Lightning. Und mal, bumm. Lightning will call down a thunderous bolt of energy. Bam! Gib ihm. Cool. Only be used within your own territory. Once no petals remain, a creature will fall unconscious and soon die, unless returned to its lair to recover. Ah, okay, das ist ja auch cool. Die haben, die haben so eine Lebensanzeige, die jetzt immer niedriger wird, auch wenn der Blitzzauber gewirkt wird oder wenn unsere Minions gegen sie kämpfen. Und wenn die Anzeige leer ist, dann liegen die hier, sind erstmal nach K.O., wie es da auch steht. Und das heißt aber noch nicht, dass sie tot sind oder komplett verloren. Das ist gerade für unsere eigenen Minions wichtig. Wenn die irgendwo mal K.O. liegen, können wir die einfach aufsammeln und zurück in unseren Dungeon bringen und dann können wir die wieder stärken. Bar the doors. We wait for reinforcements. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. Worker Rally will create a banner around which your workers will prioritize tasks. Slap the banner with a right click to dismiss it, or right click on its icon to dismiss all Worker Rally flags at once. So. Okay, sehr gut. Den Kampf haben wir soweit überstanden. Was ist das Grüne, was hier jetzt zu sehen ist? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber dass ich irgendwas gezaubert habe. Hast du noch weitere Rallys aufgestellt? Da sind doch noch mehr jetzt. Ah, okay, du musst einen Rechtsklick auf die Flaggen machen. So. Da steht auch noch eine. Genau. Ha. Would swiftly be cut down. Build a barracks to attract gnarlings to round out your army. Okay. Alright, wir werden noch einen weiteren Raum errichten. Das ist aber eine optionale Sache. Ja. Steht zumindest oben rechts, optional, build a barracks. Also wir könnten wahrscheinlich jetzt auch einfach mit unseren Leuten, die wir haben, in das gegnerische Reich eindringen und versuchen, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Wie hieß der Typ? Rosimov anzugreifen und zu vernichten. Oh, das wäre wahrscheinlich nicht sehr clever, nur mit Kultisten. Ja, die sind angeblich zu schwach. Also insofern ist das wahrscheinlich auch sinnvoll, hier noch eine Barracks zu bauen, damit wir ein paar Gnarlings hierher locken. Ja, wir haben so ziemlich alles gebaut, außer Vault. Vault haben wir in der letzten Folge gesehen, oder? Johann, hast du sowas gebaut? Ja. Also, wenn dir mal Lagerplatz für Gold ausgeht, wäre das sinnvoll, das zu machen. Mm. Aber bis jetzt, sonst kannst du mal auf dein Hauptgebäude da gucken, ist dann noch ungefähr die Hälfte noch Platz für Gold. Ja, wir haben 8100 Gold aktuell und maximal können wir dort 16.000 Gold lagern. Das heißt, im Moment haben wir überhaupt keine Lagerplatzprobleme. Wir bräuchten eher mehr Gold wahrscheinlich. Ja. Ja, man kann das Spiel auch verlieren, denke ich, wenn dieser Dungeon Core keine Lebensenergie mehr hat. Aber im Moment sieht das auch noch sehr gut aus. Wir haben keine Scouts durchkommen lassen. Das war ja doch deren Ziel, oder? Ja. Ja, die wollten wahrscheinlich erstmal erkunden, wie es bei uns aussieht. Aber falls niemand da gewesen wäre, um sie anzugreifen, hätten sie wahrscheinlich auch irgendwann den Dungeon kaputt gemacht. Level 4 and unlocked the blink ability, allowing it to teleport a short distance. Wow. At higher levels, they will unlock more abilities, allowing them to dash over large distances and even teleport across the entire map. Clevere Minions. Wow. Unsere Arbeiter können jetzt, weil sie auf Level 4 gelangt sind, über kurze Distanzen sich teleportieren, und wenn sie noch höhere Level erreichen, dann können sie sich über weitere Strecken teleportieren, bis hin sogar über die ganze Map. Irgendwann, wenn sie Level 99 oder so sind. Okay, ich werde einmal hier den neuen Zauber andocken und dann können wir mal gucken, wie es aussieht. Wie viele Minions denn die Gegner haben.
Genau, mit Prophecy können wir den Nebel des Kriegs, also das, was die Karte verdeckt vor unseren Augen, können wir aufdecken und einfach mal schauen, wie es dann da aussieht. Hier sehen wir ja, was abgeht. Achso. Das ist wahrscheinlich, ist das ja, Sir Ruzimov? Ja. Er ist Level 3. Aber wahrscheinlich hat er irgendwie Heldenaura und ist dann extra stark oder sowas. Aber wir können ja dazwischen einfach mal diesen Zauber ausprobieren. Ah. Aha, da ist die Vault von dem auch. Das ist das Archive, oder? Nein, ich meinte... Da unten ist auch eine Vault, ja. Ja. Hier ist die Schweinefarm. Die haben also auch die gleichen Sachen wie wir. Okay, also hier steht ja minus 200 Mana. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Mana ich noch habe? Die blaue Leiste oben. Mit der 1500. Ja. Wirklich, okay. Das regeneriert sich wohl auch nach einer Zeit. Na dann. Okay, das ist wahrscheinlich schon zu Ende. Okay, also viel los ist da ja nicht. Also Minions rumlaufen sehen wir da kaum. Bei den Gegnern. Meine laufen da jetzt rum. Ja, deine expandieren da ordentlich. Greifen wir die jetzt schon an mit unseren Minions? Ist ja cool. Ich weiß es nicht. Es sieht eher danach aus, dass sie da rumbauen. Ja, das zählt ja wohl als Angriff auf das gegnerische Reich, wenn wir das einnehmen. Also sie reißen ja die Wände. Oh, irgendwas Rotes ist hier passiert. Was ist da los? Werde ich angegriffen? Werden wir angegriffen? Ich glaube nicht. Das sind, glaube ich, nur die Gnaden, die da gerade trainieren. Ne? Wie viele haben wir denn? Jetzt kannst du einmal auf den Creature-Tab gehen. Wo ist denn der Creature-Tab? Der ist, da. Ah, hier. Oder Units-Tab heißt der. Der Units-Tab. Da sehen wir jetzt, wir haben 4 Kultisten und 3 Gnarlings. Mhm. Ja, meinst du, das reicht schon, um, Sir Ruzimov oder Lord Ruzimov natürlich den Hintern zu versohlen. Auf jeden Fall. Dann mach doch mal eine Rally-Flag und greif an. Ich übernehme jetzt hier mal die Rolle des nervigen Typen, der dir immer Instruktionen gibt. Nee, ist doch gut. Also, dann wollen wir jetzt mal sehen, was passiert. Ich habe jetzt mal eine Rally-Flag ausgewählt und wir werden den... Oh, wir laufen wohl dazu. Ja, setz sie doch einfach mal in die Schatzkammer oder irgendwo dahin. Ja, plünder genau. Mal. Die können wir ja sonst gleich nochmal verschieben. So. To Arms! Kommen die jetzt hierher? Ich weiß es nicht. Unsere Leute? Ja, ich glaube ja, da unten bewegt sich was in die Richtung. Oder sind das die Arbeiter? Nee, das... Wenn einige deiner Minions in Kampf fallen, deine Arbeiter werden versuchen, sie zu retten und sie zu ihrem Lager zurückzubringen, wo sie resten und recoveren. Unsere Worker sind einfach so gut. Ach, guck mal, das ist das Tor. Ah, greifen wir das jetzt an? Das sind unsere Gnarlinge, ne? Ja, Level 2 und 1. Und sie greifen jetzt die Tür an, damit wir bei Lord Ruzimov eindringen können. Und ihm den Hintern versohlen. Jawohl, wir sind drin. Okay, laufen jetzt nicht weiter, weil nur hier die Flagge ist. Ja, die Flagge müssen wir vielleicht weitersetzen. Ich setze mal hier vorne hin. Sehr gut. Wandert die Flagge? Ja, ne? Ja. Die alte ist weg. Die alte ist weg. Ja, dann müssen wir natürlich hier rein. Da so, weil die nächste Tür, die muss auch fallen. Wow, gerade ist wieder Zahltag und das kostet 2276 Gold. Hm. Meinst du, ich muss mehr Gold abbauen? Nö, wir sind ja gleich in der Schatzkammer vom Gegner, da können wir bestimmt ein bisschen was plündern. Aber es wird immer teurer, jedes Mal. Denk dran, das Ziel ist jetzt, den Inhibitor zu zerstören. Ja. Der ist ja, das ist ja der bewacht wird von Lord Ruzimov. Darauf müssen wir uns also konzentrieren und der Rest wird schon dabei mitklappen. Hm. Ist alles durch Türen geschützt, ne? Hier sind überall verschlossene Türen. Aber wie bringt man die Leute jetzt, die Kammer hier zu plündern? Das machen die Arbeiter wahrscheinlich automatisch, wenn wir so weit vorgedrungen sind, ne? Guck mal, da sind unsere Arbeiter jetzt schon im Bild. Und die, ich glaube, wir haben das Gold auch schon. Wir haben jetzt nämlich 17.000 Gold. Ja, ja, man sieht das an der Minimap, dass du jetzt dieses Gebiet für dich beansprucht hast. Genau. Ja. Fast ohne Gegenwehr auch, also im Moment passiert nicht so viel. Also hier ist doch die Barracks. Ja, da kommt schon einer. War nicht so schlau, oder? Das ist das die Barracks? Oder? Ja, dann das nehmen wir die aus. Jetzt. Ist das nicht die Piglet Farm? Ja, das da laufen so kleine Schweinchen rum. Ja. Okay, Leute, ihr müsst jetzt hier weiter. Hier ist das Archiv. Wir müssen da hin. Wir müssen sie stürmen. Sieht auf jeden Fall noch ganz gut aus. Bis jetzt haben wir keine Einheit verloren. Das ist, noch nicht so viel Gegenwehr da gewesen, bis jetzt hauptsächlich Türen. Aber da vorne ist ja Lord Ruzimov und dann wollen wir mal schauen, wie stark er denn ist.
Kann ich ihn auch direkt anklicken? Nee, ne? Glaube nicht, aber deine Minions werden bestimmt wissen, dass sie ihn angreifen sollten. Ich habe jetzt auf den Inhibitor geklickt, das sollte dafür sorgen, dass der Inhibitor angegriffen wird. Oh, jetzt greifen sie auch nur den Inhibitor an. Vielleicht müssen wir erst Lord Ruzimov vernichten. Ich glaube, der Inhibitor ist gleich hin, oder? Echt? Oh, weiß ich gar nicht. Oh, wir haben einen weiteren Kultisten angelockt, und jetzt 5 Stück. Ah, jetzt ist auf jeden Fall ein hitziges Gefecht hier. Oh. Ein Gnarling ist kaputt gegangen. Woran sieht man... Der Inhibitor ist kaputt. Das ist vorbei. Das war's, ne? Na, Lord Ruzimov muss noch fallen. Echt? Das war zumindest auch unser Ziel. Aber er hat schon nur noch die Hälfte seiner Energie, nicht mal mehr, glaube ich sogar. Und im Moment haben wir noch unsere Kämpfer dort versammelt. Das heißt, es sollte klappen. Wenn er noch ein Stück weiter kommt, kannst du auch Blitze auf ihn feuern. Ah, er kommt nicht. Im Moment werden wir ein bisschen fertig gemacht hier von den Level 4 Rittern oder was das sind. Jetzt werden sie erstmal geblitzt. Schön. Haben wir noch Leute? Ja, ist alles noch da. Also Leben tun sie noch, sie müssen sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausruhen. Nach den Strapazen des Kampfes. Meinst du? Ja. Ich glaube. Kannst du hier in der Nähe ihn auch eine... Wie heißt das? Leer? Ja, ein Leer bauen, damit sie hier direkt dann auch schlafen können und dann in den Kampf ziehen. Meinst du? Naja. Kann ich machen. Ich glaube, jetzt sind sie aber auch schon alle wieder hinten. Naja, ich kann ja mal meine Worker nehmen. Einfach hier einen hinbauen. Ja, mach das mal. Oh, da tobt der Kampf noch. Wer kämpft denn da? Oh, ist noch das ist unser Level 4 Worker. Ja. Macht der jetzt Ruzimov fertig? Der Held. Er ist nicht mehr so richtig. Vielleicht kannst du auch einen von unseren Kreaturen, einen Gnarling zum Beispiel, selber in Possession einmal nehmen und dann selbst in den Kampf schreiten. Das wäre doch sicherlich auch lustig cool, zu sehen. Muss mal gucken, wo ein Gnarling ist. Also ich glaube, im Creature-Tab kannst du die einfach rausziehen. Deine Minions versuchen... So, einfach einen anklicken, zack, und jetzt hast du ihn in der Hand. Schmeißt ihn irgendwo hin und machst dann Possession. Ah. Okay, dann laufen wir mal von hier los. Achso. Ah, ich glaube, du darfst ihn... Ah, doch, darfst du. Und jetzt Possession. Was war das noch? Die Hand. Ja. Jawoll. So, dann... Dann mal auf. Da ist er auch schon. Attacke direkt. War auf Linksklick, oder? Hau ihn! Ja, Linksklick. Hau ihn! Und ausweichen! Oh. Wow, er hat nur noch 2 von seinen Lebensanzeigern. Jetzt hat er noch 1,5. Ein paar Schläge noch. Ja, 2 Schläge noch. Das war's. Und er ist K.O. Sehr gut, das war ja richtig leicht. Him out of his misery. Well done, Underlord. You're learning much faster this time. That's good. Ja. Sehr gut gemacht, Timo. Oh, der hat seine Finger. Well done, Underlord. But there's no rest for the wicked. 2 inhibitors still stand between us and the mainland. But after your butchery of poor Lord Ruzimov, I doubt they'll be as weakly defended. Oh, kündigt uns gerade an, dass jetzt die gegnerischen Armeen aufstocken, nachdem wir Lord Ruzimov so leicht besiegen konnten. Müssen sie sich besser verteidigen. Und du hättest es in 10 Minuten schaffen müssen, Timo, in 10 Minuten. Du hast jetzt 26 gebraucht. Na gut, aber wir haben auch sehr viel noch lernen müssen. Und wir hätten auch noch ein verstecktes Artefakt auf Level 2 finden können. Haben wir wohl nicht anscheinend. Schade. Aber das ist natürlich dann vielleicht etwas, was den Replay-Wert nochmal steigert, wenn man Lust hat, die Achievements noch fertig zu machen. Wenn man die Mission dann kennt, ist es sicherlich einfacher, die schneller zu machen. Oder dann auch gezielt nach dem versteckten Artefakt zu suchen.
Dein Ziel hast du auf jeden Fall erreicht. Dein Evil-Rating ist ja bei 418. Haha. Herzlichen Glückwunsch. Böse. Du bist also ein besserer Underlord als Johann. So. Dafür bist du aber auch ein schlechterer Mensch. Also. Darum ging es jetzt gerade. Man kann ja nicht alles haben. Wir sehen auch wieder bei New Aspects, Units und Enemies ist wieder alles komplett voll. Wir haben Lightning gelernt, Heal, der Templer. Ich weiß gar nicht, wer jetzt der Templer war. Das war einer von den Gegnern wahrscheinlich. Ja, das war der Gegner. Das sind die Gegnertypen. Also alles die Sachen, die wir neu kennengelernt haben, die wir dann, wenn wir sie dann im Kopf behalten, in der nächsten Mission wieder anwenden können. Und ja, das war's dann mit der Folge von heute. Wie fandst du es zu spielen, Timo? Ja, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie du es in der nächsten Folge machen wirst. Oh, muss ich in der nächsten Folge ran? Ich dachte mir, wir spielen doch, wir haben drei Leute, dann können wir auch drei Folgen machen, oder? Alles klar, das klingt gut. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alex sich anstellt. Ja. Dann werde ich der nächste Underlord sein. Ja, die 418 sind zu schlagen. Oha. Na gut, das werde ich doch locker schaffen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.